Und wir reagieren jetzt live hier auf Twitch auf den letzten Wettkampf von Markus Rühl. Let's go, ich bin gespannt. Danke dir, Onkel Pavel. Texas 2010. Pit Trends auch noch hinten. Rest in Peace. Gemacht, gefällt mir der Übergang. Cardio ist vom Pussy-Shirt an, auch geil. Markus, einfach Legende. Danke dir, Niklas. Der trainiert hier noch ein bisschen. Und dann geht's, glaube ich, ab in den Talk. Aber wir gucken einfach mal auch uns jetzt hier die Trainingsvideos an, weil es voll Bock macht gerade. Das sieht hier nach so einem typischen Entladetraining aus. Ja? Von jeder Muskelpartie meistens zwei Übungen, leichtes Gewicht, schön High Reps, einfach Glykogenspeicher leer kloppen, bevor man anfängt zu laden vor dem Wettkampf. Ja, safe, Sandra. Wenn du neben Markus stehst heutzutage noch, der hat immer noch so einen Frame. Also von Schulter zur anderen Schulter, das ist extrem. Das kommt auf Videos überhaupt nicht so rüber. Das war definitiv mit die härteste Diät, was ich jetzt wirklich gemacht habe mit dem Pit zusammen. Ich habe mich jetzt mal selbst reguliert und die Kohlenhydrate so weit runtergeschraubt bis zum absoluten Minimum. Und das über fast 10 Wochen lang. Habe ich so noch nicht geschafft, weil es einfach wirklich eine Quälerei ist, da dabei noch das Training und das Cardiotraining voll durchzuziehen. 10 Wochen ganz, ganz tief mit den Carbs, Junge, krass. Dazu habe ich noch das Studio am Backen, ja, wo ich ja auch noch ein bisschen Arbeit habe. Hab das aber gut hingekriegt und... Ich habe gerade verstanden mit meinem Studium, aber der meinte Studium. Ich bin jetzt wirklich froh, dass wir so weit gekommen sind und dass jetzt, sag mal, die Hauptarbeit gemacht ist. Jetzt geht es noch ein bisschen ans Aufladen, die nächsten 2 Tage und dann freue ich mich auf den Freitag. Ja, jeder, der mich kennt, ich bin ja ein Fan von leichten Gewichten. Ja? Ja. Ich habe das natürlich verflucht und deswegen vergleiche ich es immer so wie der Rocky Balboa von Teil 1 auf Teil 2 sich umstellen muss, der von rechts auf links umlege oder wie der Scheiße heißt. Und so war das dasselbe bei mir. Ja, man muss das erstmal akzeptieren, aber ich vertraue Pit und nur auf der Basis hat es auch funktioniert. Ja. Und der Erfolg hat uns recht gegeben. Ich denke mal, das werden wir am Freitag dann beweisen. Die Form ist ganz hervorragend. Ich bin nochmal 2-3 Kilo schwerer wie letztes Jahr. Boah, überleg mal, der hat sich einfach noch immer weiter gesteigert, ne?
bei identisch 2-3 Kilos auf so einem Niveau schwerer zu kommen, ist schon krass. Optisch auch. Ja, fast sogar noch besser hätte. Und ich denke mal, das wird ein gutes Paket werden, wo wir da hinkriegen. Schön die Querstreifen. Jetzt will ich es einfach mir selbst nicht mehr beweisen. Wenn man alles Rennpferd gibt noch mal Gas. Und jetzt wollte ich mir das einfach noch mal selbst eingestehen und habe das auch zu 100% durchgezogen. Und bin da auch. Weiß jemand, wie viel Pause er gemacht hat zwischen dem Wettkampf und dem davor? Kann halt meiner kurz recherchieren. Das ist, kann man ganz schnell googeln. Franzl, danke dir, mein Lieber. Alles Beste, ich hoffe bei dir auch. Und danke fürs Abo. Ich bin sehr dankbar, weil. Ich sage mal, je älter man wird, je schwerer wird es, auch verletzungsfrei durch so eine Vorbereitung zu kommen. Und mit dem neuen System ist es gar kein Problem, weil man halt keine verrückten Dinge mehr macht. Man trainiert da mit relativ leichtem Gewicht, ja, weil das ist immer relativ. Ich glaube 125 aktuell oder 120, irgendwie sowas. Wenn man Bin mir auch nicht sicher. Damit man 20 Wiederholungen macht und dann mit 9 Sekunden Pause zum nächsten Satz übergeht, werden auch 10 Kilo auf einmal wie 100 Kilo. Ja. Und dementsprechend war das alles super gelaufen. Habe jetzt wirklich fast 6 Tage lang mit Zeitunterschied entladen. Ja, das heißt, die Kohlenhydrate komplett raus. Nur Hühnchen und Wasser und bin jetzt auch ziemlich im Arsch und habe auch ganz schön Kreislaufprobleme gehabt zum Schluss jetzt. Aber auch keinen Bock auf dein scheiß Interview, denkt er sich. Habe mich trotzdem gequält, wie ihr gesehen habt auf dem Video. Ja, probiert alles da rauszuholen. Und jetzt rummachen, das wird am Samstag. Und das Laden, wie geht das jetzt von Schatten? Du hast jetzt gerade. Oh, Matze Busse hinter Mike. Erstmal halt gegessen, dein Reis gegessen. Ja, ich esse jetzt viel Eis und Schokolade, ja. Also alles, was der Körper braucht, baller ich jetzt rein. Ja. Und versaume jetzt die Form innerhalb von 48 Stunden, wie noch nie einer vorher gesehen hat. Das ist schon diese papierdünne Haut, ne? Nee, also sieht jetzt so aus, dass ich heute ein Kilo Reis essen werde. Ja, Sandra, nur der Unterschied ist mit Muskeln, die jetzt dem fehlen, ne, heutzutage, die er damals hatte. Das darf man nicht vergessen. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links in meiner Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Wird meine Salzmenge, meine Wassermenge, die der Pit berechnet hatte, zunehmen und werde nochmal so ein Kilo Hähnchen dazu essen. Und da gucken wir mal, wie die Form morgen ist und dementsprechend werden wir dann morgen auch nochmal reagieren mit der Kohlenhydrate und der Wassermenge. Momentan ist das alles nur so ein bisschen fern. Ich will mir da gar keine Gedanken machen. Also ich will jetzt erstmal die Aufladephase gut hinter mich kriegen. Das ist auch nicht so einfach. Man wird den einen oder anderen Krampf bekommen, wenn die Kohlenhydrate dann. Boah, ich hatte einen Tag 2017 vor der deutschen Meisterschaft in Bochum. Da lag ich im Hotel. Wir hatten so ein fettes Hotelzimmer bekommen mit 2 Betten. Onkel Mirek habe ich mitgenommen als Betreuer. Der hat mir dann auch die Farbe gemacht. Und in der Nacht vorm Wettkampf bin ich mitten in der Nacht wach geworden. Ich habe geschrien, Digga. Ich habe im Hamstring so einen Krampf bekommen, der ging nicht raus. Fast 15 Minuten. Am nächsten Tag, am Wettkampftag, konnte ich den gar nicht richtig anspannen, weil der so verkatert war. Ja, ich lag auf dem Boden, ich habe fast geheult. Da weiß ich noch, habe ich einen ganzen Teelöffel Salz gefressen. Und auch, das war auch ein scheiß Wettkampf. Da lief gar nichts, Alter. Da lief alles kreuz und quer. Flohsamenschalen, danke dir fürs Abo. Aber das war ein heftiger Krampf, ich schwöre es euch, das ist ekelhaft. Dann reingehen und probiere da ganz entspannt dran zu gehen. Freue mich auch ein Stück weit, ja, weil die Hauptarbeit ist getan. Jetzt gucken wir mal, wie es am Freitag wird. Es sind gute Leute am Start, wie ich erfahren habe. Ich habe schon 100-mal Hähnchen-Gyros gegessen. Ganz lecker, vor allem mit Fladenbrot und Tzatziki, mein Lieber. Nichtsdestotrotz. Guten Appetit. Das ist keine unschlagbar für mich. Das ist jetzt kein Olympia. Also die Top 15 der Welt sind nicht da. Und zu denen gehöre ich ja. Also ich denke mal, ich bin einer der namhaftesten Athleten, die am Start sind. Und ich rechne mir da ganz gute Chancen aus, ob das jetzt ein Sieg ist oder ich meine, mein Ziel ist die Top 3. Und wenn ich das erreiche, Platz 1 oder 3, das wäre dann schon super für mich. So, Freunde, wir gehen jetzt rüber zum Wettkampf. Weil das ist, glaube ich, das, was wir jetzt hier sehen wollen. Sagt also.
So, hier geht's los. Hier kommt Markus auf die Bühne. Number 23 from Germany, Markus. Oh, geil, Alter. Diese Latzbett von vorne, die sieht bei dem so irre aus. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er komplett hart war oder nicht auf dem Wettkampf. Ja? Dieses Bild auch legendär. Müssen wir gleich gucken, wie der neben den anderen Jungs aussieht. Aber was ist das denn? Sehe ich auch hier gerade. Was ist das denn bitte für ein Hintergrund auf so einer Meisterschaft? Geht's noch, Digga? Was soll das denn hier? So, wie schaut denn neben den anderen Jungs aus? Am besten sogar, glaube ich. Digga, das ist doch Dingens. Ist das nicht Sean Roden? Ja, Mann. Number 21. Sean Roden damals, Cedric McMillan auch hier. Beide verstorben, ne? Junge, Alter, das ist krass. Nicht im ersten Callout. Was? Okay, Jungs, die sind auch nicht von schlechten Eltern, ne? Zweiter Vergleich. Digga, mit was für Leuten stand er dann auf der Bühne? Hier haben wir auch einfach noch Brandon Curry einfach mal im zweiten Callout. Krass. Krass, krass. Einfach zwei Mr. Olympia mit ihm damals auf diesem Wettkampf, ehemalige. Sean Roden und Brandon. Ja, Markus auf jeden Fall dort einer der massivsten, aber die anderen sind halt ein bisschen besser in Shape, ne? Sieht man auch hier jetzt sehr, sehr gut im Vergleich zu dem Athleten beispielsweise. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja, da ist, die sind einfach ein Ticken besser in Schuss, in Form. Aber ich glaube, Markus war da einer der Ältesten, ja? Der Ältesten mit auf der Bühne. Aber Bühne ist gottlos, ne? Wie kann man bitte so ein Bühnenbild machen? So ein Texas Wilder Westen da hinten. Boah, der war richtig hart. Ich glaube, das ist der Grieche. Das ist der Grieche. Es gibt so einen griechischen FBI-Pro, der war brutal. Ich glaube, das ist der. Ich habe seinen Namen vergessen. Ja, das ist er. Boah, ist der hart, Alter. Fazit sonst noch, dass der Nachwuchs, der hier aufgeschlagen ist. Guck mal, Brandon Curry, was der damals schon für eine brutale Linie hatte. Ja, dann ist er irgendwann mal Mr. Olympia geworden. Zu Recht. Wobei das damals, wo der Mr. Olympia geworden ist, war das auch, finde ich, ein ganz schwaches Mr. Olympia-Jahr in der Heavyweights. Jetzt sind wir gerade wieder an einem Punkt, wo es wirklich brutal wird. Ne? Ganz schön erschreckend brutal ist. Ja, da sind Jungs dabei, ja, die in Zukunft auch anderen gestandenen Profis, ja, wie der Markus, die schon länger mit dabei sind, ja, da mit Sicherheit auch Probleme machen werden. Ja. Ja, wie zum Beispiel der junge Mann aus Dubai. Es ist jetzt so, man sucht sich natürlich
eine Show aus, wo man denkt, dass man in der Form, wenn man in Bestform antritt, die Top 3 knacken kann. Ja, ich bin ja mit dem Anspruch hier hingefahren, nicht nur die Top 3, sondern vielleicht auch das Ding mir in die Tasche zu stecken. Na, hat der aber richtig einen drauf bekommen, leider, ne? Boah, das ist immer enttäuschend dann sowas. Jetzt war der eine andere Name gefallen, den ich so überhaupt nicht kannte. Ja? Ob das ein Adi Besi ist oder keine Ahnung, wie sie jetzt alle heißen. Ja. Wie gesagt, beim Athletenmeeting habe ich gedacht, na, der eine andere, der sieht ganz gut aus, aber die stecke ich mir das schon 100%. Jetzt hat der Pitt ja schon vorweggeschickt, dass das nicht 100% optimal lief, wobei ich ihm da keinen Fehler zuschieben will, um Gottes Willen. Das ging alles perfekt wie immer. Ich habe meins auch super ausgesehen, dann war die Farbe scheiße, keine Klimaanlage, geschwitzt wie eine Sau. Der Dreiwill schon in der Dreckshalle rumgelaufen, ja, bis wir das Auto gefunden haben. Alles das kam zusammen. Natürlich dementsprechend noch die Aufregung oder die Nervosität dann, ja, weil man hat dann schon Angst, dass der Körper vielleicht in eine Richtung kippt, die man so nicht absehen kann. Und da war es fast unmöglich, in der kurzen Zeit jetzt dementsprechend ein Gate zu nehmen, weil wir waren mit dem Körper von der Härte her morgens am absoluten Maximum. Du hast ja ein paar Aufnahmen gemacht, wie ich meins ausgesehen habe. Ja, mit. So, das war am Freitagmorgen. Man merkt einfach Markus hier schon ein bisschen das Alter an, ne? Dass er da auch, glaube ich, mit unter einem der ältesten Athleten war. Und das leidet dann, irgendwann schwindet so ein bisschen die Qualität, was man ihm aber auch nicht übel nehmen kann, das ist normal. Ja, wie alt war Markus da? Das ist jetzt 13 Jahre her, das war 2010. Wie alt ist Markus jetzt? War doch 2010, oder? Ja, dann war er da 40 Jahre alt, überleg mal. Und hier sieht man es auch so an der Brust extra. Also der sah früher besser aus. 36 schreibt hier jemand, Sandra, ich weiß nicht. Aber ich finde, es ist, man merkt, Masse ist da. Der hat auch gut runter diätet, ne? Aber einfach die Qualität sieht dann bei den jüngeren Jungs, die nicht so alt sind, sieht dann einfach besser aus. Dennoch bleibt Markus Rühl die Legende, egal welchen Platz er damals gemacht hat. Ne? Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com, ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oase.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.